Moin moin und herzlich willkommen aus dem Herzen Pandarias. Und zwar geht es heute um ein Addon, und zwar ein richtig klasse Addon. Und das ist Cursor Trail. Über das möchte ich mit euch kurz sprechen, euch das mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert, was man da alles einstellen kann. Vor allen Dingen aber auch, wie man das installiert, wo man das herbekommt. Nach einem kurzen Intro geht's los. Bleibt dran. Ja, jeder kennt es, man hat das ganz häufig, es ist totale Action, anstatt wie jetzt hier Ruhe in den Dungeons, in den Raids, wenn es mal schnell gehen soll im PvP und ihr findet euren Mauszeiger nicht, weil ihr einen gigantischen, riesigen Superbildschirm habt oder weil ihr halt vielleicht das doch nicht so gut verfolgen könnt, weil euch die Maus zu klein ist in World of Warcraft. Und dafür gibt es ein Addon, das nennt sich Cursor Trail. Wie ihr sehen könnt, kann man damit seinen Mauszeiger, egal wie viel Action auf dem Bildschirm drauf ist, sofort sehen. Wie ihr das jetzt installiert, zeige ich euch. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu installieren. Im Grunde genommen zwei Stück. Das ist sehr simpel. Entweder machst du das mit einem Addon-Manager namens WoW ab. Das ist dieses Gerät, wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich kein Gerät, aber dieses Programm ist das hier. Und das ist ganz einfach. Wenn du Addons installieren möchtest, klickst du hier oben links einfach auf Addons installieren und suchst dort nach dem Wort Cursor bzw. Cursor Trail. Ihr seht schon, Cursor reicht vollkommen aus. Gibst du ein Cursor Trail und dann auf installieren. Das ist bei mir ausgegraut, da das Addon schon installiert ist. Das ist Variante Nummer 1, ganz, ganz simpel. WoW-Up findest du unter WoW-Up.io, ganz, auch ganz easy. Man kann das auch super schnell finden, wenn man bei Google WoW-Up eingibt, also Up wie Down. Und dann findest du da auf jeden Fall den Weg zu der Internetseite, locker flockig. Gut, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie du das dir installieren kannst. Und zwar kannst du es dir herunterladen. Und zwar von Curse zum Beispiel. Curse hat das einmal hier drauf. Ich habe es schon runtergeladen. Da musst du im Grunde genommen auch einfach nur nach Cursor Trail eingeben auf Google. Suchst du danach Cursor Trail und schon findest du auch die... die Seite, da hast du natürlich Werbung bei, das ist, da steht auch noch eine Beschreibung bei dem Addon, die kannst du aber auch in WoW Up aufrufen. Wenn du das jetzt gemacht hast, ganz entspannt, dann hast du das in deinem Download-Ordner liegen und zwar so, wie du das jetzt hier siehst. Also Cursor Trail steht da, einfach Rechtsklick. Ich benutze 7-Zip, aber Windows hat das auch schon integriert. Alle extrahieren, sagst du hier, zack, da willst du es hinhaben. Dann ploppt auch schon der Ordner auf, darunter sollte bei dir aufploppen. Bei mir habe ich das jetzt wieder zugemacht auf der anderen Bildschirmseite. Und dann hast du aber trotzdem einen Ordner hier drin, der Cursor Trail heißt. Da musst du reingehen, das ist ganz wichtig, denn das ist eine der größten Fehlerquellen überhaupt. Steuerung C, dann kopierst du dir das. Du kannst auch Steuerung X nehmen, falls du es da weghaben möchtest. Geht es auch einwandfrei. Dann gehst du in deinen WoW-Ordner. Das ist auch, bei mir ist das im Ordner x86, World of Warcraft. Auch ganz, ganz, ganz einfach eigentlich. Dann gehst du in deinen Retail-Ordner auf Interface, Addons und hast dann dort alle deine Addons. Drückst dann Steuerung V. Bei mir sagt er jetzt, willst du das wirklich ersetzen? Ich mache das jetzt mit Überspringen. Bei dir wird es natürlich einmal reinkopiert, fertig aus, die Maus passt wunderbar. Und schon hast du den ersten wichtigen Schritt gemacht. Was du jetzt noch machen musst, falls du gerade online bist oder wenn du das alles vorher gemacht hast, bevor du das Spiel gestartet hast, dann brauchst du dich einfach nur einloggen und schon ist das Addon aktiv. Wenn du allerdings im Spiel selber drinne bist, musst du einmal gucken, dass du auf Addons gehst. Dann wirst du wahrscheinlich feststellen, okay, Cursor Trail ist noch nicht da. Ist das der Fall, dann gibst du einfach /RL ein. RL wie Real Life heißt in dem Fall aber Reload. Ganz entspannt auch. Dann lädt das Interface einmal neu. Das dauert natürlich auch einen kleinen Moment. Wenn das getan ist, dann sollte das Addon auf jeden Fall auftauchen. Schauen wir mal. Also das Addon wird bei mir noch aktiv sein, aber bei dir sollte es dann auf jeden Fall mal aufgetaucht sein. Alternativ kannst du dann, nachdem du den Reload gemacht hast, einmal reingehen wieder in das Menü für deine ganzen Addons. So, jetzt hat das bei mir auch nachgeladen. Dann einfach auf Escape, auf Addons gehen und gucken, ob Cursor Trail da ist. Wenn du Cursor Trail nicht an hast, dann klickst du hier einmal wieder auf an. Das geht jetzt bei mir nicht, weil ich das einmal so gemacht habe, abbrechen. Aber auf jeden Fall, du musst es aktivieren, das Ganze. Dann hast du auch Cursor Trail aktiv. So, und jetzt gehen wir mal auf die Einstellung von dem Addon.
Wenn du Cursor Tray jetzt einstellen möchtest, die Standardeinstellung ist ein bisschen anders als dieser blaue lange Blitz hier, den ich habe. Da musst du ganz einfach / Cursor Tray unten in dem Fenster eingeben und dann ploppt das auf. Siehst du auch in der Infobox da den Befehl. Dann hast du hier mehrere Einstellmöglichkeiten. Cursor Tray in dieser Variante jetzt hat halt die Möglichkeit, auch noch andere Sachen auszuwählen. Man kann zum Beispiel auch eine lila Wolke nehmen. Ja? Dann hat man hier so eine lila Wolke. Da geht einem quasi die lila Wolke über dem Kopf auf. Oder aber man nimmt hier ein Frostdings. Das geht genauso gut. Auch das wäre möglich. Da muss man sich einfach das raussuchen, was man selber gerne haben möchte. Oder hier so eine ganz einfach nur blaue, hier so ein ganz easy peasy, das da kann man so Kalligrafie mitmachen. Da stand jetzt gerade Add-ons sind super geil. Sowas halt in der Form. Ne? Swirling Orange, das geht auch. Dann hat man hier so einen orangenen Schwubbelball, mit dem man hier so rumhantieren kann. Ja, oder eine blaue Wolke, es geht auch. Also da gibt es verschiedene Sachen. Burning Cloud, das ist dann so ein bisschen für den Hexenmeister, glaube ich, gar nicht so schlecht. Spots gehen auch hier, dann hat man so einen Spot, das muss man mögen. Wie gesagt, also ihr könnt euch das so einstellen, wie ihr das haben möchtet. Den Geist geht auch, dann hat man hier so einen Geist, das ist eigentlich auch ganz cool. Also man sieht das dann auch wirklich im Kampf, da kann man dann auch noch ein paar Buchstaben mitdrehen. Das ist ganz cool. Die Standardeinstellung ist tatsächlich so, dass die relativ klein ist. Also das ist der mit der Electric Blue Long. Long ist halt immer gut. So, man kann das auch noch größer stellen, ja, wenn ich das jetzt noch auf 600 mache, dann, also das ist für die ganz Blinden, ja, da gibt es auch die Möglichkeit, das auf 600 zu machen, danach bist du aber geblitzdingst und hast vergessen, was hier in dem Add-on, was ich da gerade so erzählt habe. Standardeinstellung ist 100, dann seht ihr schon, ist das ganz klein, kann je nach Monitor, ich habe es bei mir auf 150, weil ich auf so einer, wenn ich für mich selber spiele, spiele ich auf 3000 mal 1400 irgendwas und dann ist das immer mal ganz sinnvoll, das auch zu sehen. Man kann auch noch hier Strata ein bisschen umstellen, das geht auch. Den Schatten kann man auch noch einstellen im Background, dass das Ganze geht. Schatten 20%, dann sieht man hier noch so ein bisschen so den Schatten. Das ist das nämlich, jetzt mache ich das mal auf 699, da sieht man hier diesen schwarzen Dings. Dann hat man da auch einen Schatten, man weiß ungefähr, das ist ein Stück weit deiner Nähe. Ich selber brauche keinen Schatten, man kann sich das halt so einstellen. Man kann auch hier jetzt, das ist auch ganz cool, wenn man hier drin ist, kann man auch das Mausrad hoch und runter drehen, dann verändert sich die Zahl da also auch ganz entspannt. Man kann auch ein Offset einstellen, ein X und ein, also ein Y und ein X Offset, dann ist das ein bisschen verschoben zur Maus. Empfehle ich jetzt aber nicht, weil dadurch werdet ihr nachher Probleme kriegen, wenn ihr irgendwo hinklicken wollt. Meistens klickt man genau dahin, wo da so mal ein Blitz hin ist, ja. Das wäre dann blöd, wenn das so 5 Meter weiter weg wäre und nach oben hinweg, das wäre irgendwie ziemlich doof. So, ja, man kann auch sagen, ja, show only in combat, also dann ist das nur im Combat, jetzt ist es halt weg, weil ich nicht im Kampf bin. Wenn ich im Kampf wäre, dann würde es auftauchen. Fade out when idle, das heißt, es verschwindet dann, wenn man es jetzt wieder bewegt. Zack, ist eigentlich auch eine coole Einstellung, ich glaube, das übernehme ich mal so. Andernfalls, wenn man das jetzt nicht hat, dann sieht man immer hier diesen Sparkelblitz da, ne? Das muss man dann für sich selber wissen. Es gibt auch hier noch Defaults, die man einstellen kann, das geht auch. Da sieht man dann eben halt auch die Größenveränderungen und so weiter. Ich persönlich würde den eher so auf 150% stellen. Hubala, jetzt hat er das so übernommen. / Cursor Tray. Übrigens, wenn ihr mal hier Enter gedrückt habt und ihr kommt aus dem Menü wieder raus und ihr seid mit / Cursor Tray reingegangen, dann könnt ihr einfach die Enter-Taste drücken, einmal Pfeiltaste nach oben, wieder Enter und dann kommt das nämlich wieder ganz schnell. Da muss man den Befehl nicht nochmal wieder eintippen. Alles ganz entspannt. Ja, dieses Add-on ist halt einfach wirklich mega Bombe, gerade wenn es dann mal echt hektisch ist oder wenn man selber jetzt Klicker ist und man klickt hier unten in seinen Sachen rum oder man weiß nicht genau, wo ist man denn jetzt mit der Maus, wo muss ich rauf, ich muss auf ein Nameplate, weil ich da irgendeine Attacke rauf machen möchte, weil ich Mouse-Over-Makro verwende und. Das ist halt einfach mega, mega praktisch an der Stelle. Ja. Es gibt natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit, da ranzukommen, falls ihr jetzt keinen Textbefehl eingeben möchtet. Die gute alte Clicky-Bunty-Variante, Interface, also Escape Interface.
dann seht ihr hier schon Cursor Trace und dann führt ihr den Befehl halt nur über eine Schaltfläche aus, ja. Dann habt ihr dasselbe Fenster wie vorhin. Ich würde einmal den Befehl eingeben. Es geht leider nicht irgendwie slash ct, doch geht, geht auch inzwischen. Das ist sehr cool. Guck mal, selbst der Weser lernt während seiner Videos was Neues. Slash ct geht auch für die ganz Faulen. So kommt ihr da auch rein in das Addon Benebest. Ja, kann ich euch nur empfehlen, installiert euch das Addon. Der eine oder andere hat mich da ganz häufig schon nachgefragt, was für ein Addon ich da verwende, warum das da so blitzelt in meinem Bildschirm drinne, wenn ich da am Kämpfen bin oder wenn ich da Dungeons laufe. Gönnt euch das Addon. Viel Spaß damit wünsche ich. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, lasst ihr gut gehen. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.